willkommen zu meinem Spot-Report hier in Südfrankreich, in Le Cat am Spot La Franquie. Wer keinen Vertrag mit ordentlichen Windverhältnissen hat oder sich nicht vor traumatisierenden Einschlägen fürchtet, ist hier genau richtig. Hier ist der Ort, wo der Begriff Hackwind seinen Ursprung hat und der Drami mit Böen von 15 auf 35 Knoten durchkachelt und ich mir immer wieder die Frage stelle, was Le Cat eigentlich so populär macht. Bei mir lief diesmal alles andersrum und wie das aussieht, seht ihr jetzt in meinem Spotbericht. Schauen wir uns aber kurz an, was ich auf diesem Roadtrip in Südfrankreich sonst noch so alles an Spots im Kite-Gepäck mitgebracht habe. Den Spot in Spanien habe ich letztes Jahr schon gemacht und auch der Besuch in der tollen Bucht von Yerres findet ihr ebenfalls auf meinem Kanal. Jetzt aber direkt ein Sprung ins Tramontana Wonderland nach Le Cat. Den fast 5 Kilometer langen Strandabschnitt von Cap La Franquie Richtung Norden teilen sich die unterschiedlichen Disziplinen. Die Kitesurfer dürfen in der Hauptsaison nur in der Mitte an der Kiteschule im ausgewiesenen Bereich surfen. Wie schon erwähnt, kommt hier der Tramontana meist für 3 bis 5 Tage mit richtig viel Druck komplett ablandig aus dem Norden hier am Beach an. Bei mir kam, mit linearer Strömung aus Südost, der gegengesetzte Marin mit ins Spiel. Grob kann man sagen, es geht hier alles außer Süd-Südwest. Nach der Frage, wo surfe ich, kommt die Frage, wo schlafe und parke ich. Hier gibt es in direkter Spotnähe keine Option, man muss quasi immer laufen. Ein Bierchen oder Burger am Strand, leider auch Fehlanzeige. Also Pausenbrot und Getränke nicht vergessen. Hier nochmal grob die Distanz zu den nächsten Buden und Parkplatz. Deswegen meine Empfehlung, wie schon so oft, das Wägelchen dabei zu haben. Was an Leiblichem fehlt, hat man im Überfluss, was die mobilen Kiteschulen anbelangt. Hier kann man sich top schulen lassen und hat große Auswahl. Aber gehen wir in die Originalbilder und ich nehme euch mal mit aufs Wasser. Ja, der Spot hier, wie alle Spots hier in Le Cat, sind an und für sich bekannt durch den Tramontana. Und heute haben wir aber einen schönen Südostwind. Und schön ist relativ. Der Wind ist auf jeden Fall mal ganz gut. Ich habe den neuen Kite aufgebaut. Aber es ist klatschauflandig. Und das ist ja schon auch eine Windrichtung, die ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt mal auf dem Wasser an. Merci. Der breite Sandstrand ist schon mal echt super. Und der ist immer so. Was ihr aber in der Vorstellung umswitchen müsst, ist das Wasser. Denn das ist hier bei Tramontana spiegelglatt. Und das ist auch der Grund, warum es hier eine Hochgeschwindigkeitssurfstimmung gibt. Ich bin leider etwas gehandicapt, weil ich mir ordentlich den großen Zehennagel gecrashed habe und da jetzt massive Probleme habe, so ein bisschen in die Windung reinzukommen. Aber was interessiert euch mein Scheiß? Anfänger sehe ich durch den steil abfallenden Sandstrand und das fehlende Stehrevier hier nicht. Dazu kommt noch der ruppige Drami. Da würde ich eher in eine der zurückliegenden Lagunen gehen oder ihr müsst den Rescue buchen. Hier mal die Preise. Während meiner Session haben sich hier schon ein paar kleine Wellen aufgebaut, die aber später noch auf die doppelte Höhe angewachsen sind. Zum Tramontana muss ich nichts mehr sagen. Ja, so auflandig wie ich dachte, ist es jetzt doch nicht. Also geht gut hier rauszufahren. Und wie gesagt, heute komplett Südost-Windrichtung. Jetzt bin ich mal vor zum eigentlichen offiziellen Kite-Bereich gesurft.
schaue mir jetzt mal den Kite-Shop hier an. Oder die Kite-Schule an. Hier auch schön international die Erklärung des Reviers auf Französisch. Bonjour. Wo ist denn hier jemand? Keiner da? Hi. I want to show my follow. Ja, ich hätte euch gerne die Kite-Schule gezeigt, aber es ist nicht gewünscht, gefilmt zu werden. Sehr speziell, aber gibt es scheinbar auch. Deswegen wieder ab aufs Wasser. Was Temperaturen in Luft und Wasser anbelangt, seid ihr hier am Mittelmeer auf der warmen Seite und könnt den langen Sommer einen Shorty tragen. Da der Tramontana meist nur im Winter und Frühjahr bläst und von Großwetterlagen abhängig ist, kann man im Sommer eher mit einem etwas sanfteren Marine oder einer Thermik rechnen. So, der Wind legt immer weiter zu und ich fahre jetzt wieder zurück an meinen Startpunkt. Hier noch ein paar Tipps für windfreie Tage. Noch in eigener Sache, schaut gerne mal auf meinem Insta-Kanal vorbei, denn dort bekommt ihr immer eine Vorschau auf die kommenden Veröffentlichungen. Der Link unten in der Videobeschreibung. Das war's, ihr Lieben. Wenn euch mein Spot-Report gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Ich freue mich. Bis zum nächsten Spot-Report.